Hey, herzlich willkommen zurück bei Mass Effect 2. Jetzt wollen wir mal. Alter Vater, ich mach gleich, dass es aufhört. Boah. Was ist das da? Ich habe keine Ahnung. Da stand, glaube ich, VI-Schnittstelle, wenn ich mich nicht verlesen habe. Irgendwas ist hier mächtig schiefgelaufen. Aber ganz mächtig. Was? Haschestörung. Ja, machen wir gleich. Lass mich erst nochmal hier hinten gucken. Gib her. Gib her. Ich glaube, das war's hier. Wo ist der denn? Da. Oh mein Gott. So, machen wir erstmal den weg. Warte. Wechseln mal ganz cool. Lass mich bloß in Ruhe. Kloppt das Vieh. So. Oh, da ist noch einer. Okay, den haben wir auch. Perfekt. Einmal speichern. Ja. Ist ja der Wahnsinn. Wir sind bereit. Öffnen Sie eine Verbindung zum Genf-Netzwerk. David nicht! Sag dem Geld, er soll aufhören! Was denn? Wo? Was? Was? Was denn? Was muss ich denn? Was? Bist du denn? Okay. Ah, warte. Okay. Was ist jetzt los? Finden Sie den Stecker! Die Vulkanstation soll die gesamte Energieversorgung abschalten! Es ist zu spät! Wir haben keine Kontrolle mehr! Das ist ja der Wahnsinn. Was ist denn? Alter, was geht denn mit euch ab? Ja, ist ja der Wahnsinn. Wo ist das andere? Warte. Okay. Okay, hier geht richtig die Party ab. Ja, wo? Da hinten ist der nächste. Ich brauch mal Schild. Verdammt. Oh, oh! Alter, wer schießt denn hier?
Wer hat denn da jetzt geschossen, ey? Okay. Hab ich. Überstürzen Sie nicht. Das ist ja schrecklich. Was habt ihr hier gemacht, ihr kranken Psychos? Überstürzen? Wer hat denn seinen eigenen Bruder zu diesem Experiment gezwungen? Ich weiß, wie es aussieht, aber ich wollte nie, dass ihm dabei etwas passiert. Das müssen Sie mir glauben. Ich habe das ja nicht so geplant. Es war ein Unfall. Wie David mit dem Geth kommunizierte, das wirkte völlig harmlos. Bis es Tote gab. Und ganz plötzlich hatten sie dann ihre eigene Privathölle. Ich hatte keine Wahl. Die Anforderungen waren immens. Der Unbekannte duldet keine Fehlschläge. Jeder Kampf gegen die Geth fordert Opfer. Ich sollte einen Weg finden, das zu vermeiden. Sie haben versagt. Und wie viele sind für dieses Projekt bereits gestorben? Zu viele Seelen, als dass ich dafür Vergebung finden könnte. Aber ich werde mich nicht für meine radikalen Ideen entschuldigen. Wenn meine Arbeit Millionen von Müttern die Trauer über Millionen von Söhnen erspart, ist mein Gewissen beruhigt. Sie haben ihn leiden lassen. Sehen Sie ihn an. Ihr Bruder wird nie mehr so sein wie vorher. Vielleicht ist es ja kein bleibender Schaden. Vielleicht bekommt er wieder Kontrolle über seinen Verstand. Cerberus wird ihn nie in Ruhe lassen. Ihr Bruder wird immer eine Laborratte bleiben. Aber eine Laborratte, um die man sich gut kümmert. Zumindest wird er am Leben sein. Sie opfern also für ihren eigenen Ehrgeiz das Glück ihres Bruders? Was ich David angetan habe, ist unethisch. Und wenn er stirbt, ist es unverzeihlich. Ich würde mich gern um ihn kümmern. Bitte. Nee. Scheiß auf das Projekt, das geht gar nicht. Ich habe genug von ihren Grausamkeiten gesehen, um zu erkennen, dass er hier nie davon frei sein wird. Ich nehme ihn mit. Nein, lassen Sie ihn in Ruhe! Er ist zu wertvoll! Wenn Sie auch nur daran denken, Ihren Bruder zu holen, wartet eine Kugel auf Sie. Und dann werden wir sehen, wer hier wertvoll ist. Wohin bringen Sie ihn? Zur Grissom Akademie. Dort wird besonderen Fällen wie David geholfen. Und zwar ohne Folter. Joker, nehmen Sie Kontakt mit der Akademie auf und sagen Sie, wir hätten hier jemanden, der Ihre Hilfe braucht. Zu Befehl, Commander. Der Unbekannte soll mich ruhig feuern, wenn ihm das nicht passt. So sieht's aus. Alter Vater. Funken aus 920 ist 30,3. Es wirkte völlig harmlos. Boah, das geht ja gar nicht. Was für kranke Wichser. Alter Schwede. Es ist ja wohl... Es geht ja gar nicht.
kranken Psychos, ey. Da fällt. Commander, ja. Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ich guck gleich. Also das ist ja. Da fällt mir gar nichts zu ein. Gar nichts fällt mir dazu ein. Alter Schwede. Boah. Kann ich überhaupt nichts zu sagen. Ich guck mir das jetzt erstmal an. Wir werden wahrscheinlich nie wieder ein Individuum mit Davids einzigartigen Talenten finden. Interessiert mich ein Scheißdreck, du Schwachkopf. Blöder Wichser. Blöder. Boah. Da fällt mir nichts so ein. Ich bin immer noch völlig sprachlos. Treibstoff zur Hälfte verbraucht. Naja, gut. Es muss ja weitergehen. Es muss ja weitergehen. So. Was haben wir denn jetzt noch zu tun? Nur noch die Reaper FFS? Okay. Tja, dann auf Hinder. Was ein kranker Wichser. So, wollen wir mal andocken. Hier werden wieder ein paar Guests auf uns warten. Von daher nehmen wir das gleiche Team, was wir auch gerade dabei hatten. Oder? Ich weiß gar nicht, ihn. Das ist jetzt natürlich. Aber ich würde Grant ganz gerne wieder mitnehmen. Puh. Na, wir nehmen Grant mit. Und entweder Garrus. Aber ich glaube, wir nehmen Garrus mit. Oder? Ach komm, wir nehmen ihn mit. So. Zack. Jetzt geht es los. Was ist das für ein Chaos, Joker? Ich gebe mein Bestes. Der Wind erreicht bis zu 500 km/h. Neben dem Reaper fliegt ein zweites Schiff. Es sendet keine FFS. Das Ladar identifiziert es als Geth. Dann ist ja klar, warum das Team sich nicht mehr gemeldet hat. Oh ja. Was ist da passiert? Keine Ahnung. Die Masseneffektfelder des Reapers sind noch aktiv. Wir sind soeben dort eingedrungen. Aha, das heißt hier absolute Windstille oder was? Im Auge des Hurricanes, was? Okay. So, dann. Er wechselt die Waffe, er wechselt die Waffe. So. Und so. Verstanden. Alles klar. Wieder schön synchron macht er das. Das ist ja der Wahnsinn. Oh, es stinkt nach Blut. Aber irgendwann. Du kannst ruhig weiterreden. Also, ich halte die nie auf. So, da ist das nächste.
Perfekt. Zack. Kohle wieder einkassieren. Top, top, da. Dun, 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 dun. Was? Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Katalogisierung der Exemplare A203 bis B016 abgeschlossen. Kein Hinweis auf aktive Nanotechnologie. Dr. Chandana glaubt, sie wäre in den letzten 37 Millionen Jahren verrottet. Wir haben nicht genug Daten, um seine Annahme zu bestätigen. Er meint, die Wahrheit sei völlig offensichtlich. Ich mache mir Sorgen. Chandana starrt die Proben seit Stunden an. Er sagt, er hört ihnen zu. Okay. Er wurde also doch, er war kurz oder lang von diesem völlig zerstörten Reaper noch indoktriniert. Wir sollten uns nicht zu lange hier aufhalten. So, aber das war's dann für heute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und dann gucken wir uns den Reaper mal ganz genau an. Kommt mir sowieso komisch vor. Das ist doch eine Maschine. Der Reaper, das ist doch dieses bewusstseinsfähige Maschine. Die treffen mich, Shepard. Oh, Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Ich habe einen nervösen Finger, mein Freund. Ich frage mich, warum Cerberus? Warum sind hier Cerberus-Türen? Wir sind doch jetzt auf dem Reaper, oder nicht? Oder vertue ich mich? Ach, das sind Gänge, die von Cerberus gebaut wurden, oder was? Ich dachte gerade, kann ja nicht sein, dass das hier im Reaper ist. Weil wofür bräuchte der Reaper denn bitte so Dinger, wo Lebewesen durchgehen können? Na ja, gut, für Husks oder sowas. Zum Beispiel wahrscheinlich. Okay, das würde natürlich Sinn machen. Naja, Spekulation bringt uns nicht weiter. Würde ich sagen... Bis morgen. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut.